Das Ding wird heute noch stillgelegt. Was soll das, Mann? Vollidiot. Alter, was? Mit den Schuhen, das gibt's nicht. Das ist ja mega ärgerlich. Wir sind im wunderschönen Bella Italia. Das ist unsere Unterkunft, unser wunderschönes Häuschen. Und wir sind hier für einen richtig geilen Motorradtrip in der absoluten Hitzeschlacht. Wir haben über 40 Grad locker. Mit dabei ist der Semo natürlich mit der wunderschönen Doppel-R. Was, jetzt oder gleich? Jetzt. Oh, Digga! Schweiß? Das klitschnass dann auch. Ja, Mann! Digga, wenn, also dann seht ihr, wie heiß das ist. Annika natürlich, die wunderschöne. Der ist auch dabei. Und Laura ist auch dabei. Mit ihrem wunderschönen Kfz. Den hast du jetzt ein bisschen leiser gemacht, ne? Damit du die Leute hier in Italien, hier ist Dolce Vita, hier sind die Leute am Chillen, damit es nicht so krass ist, ne? Nicht so laut. Willst du mal zeigen? Also, wie ihr seht, das ist, also das... Alter, Alter. Okay, man merkt schon, das ist so wie es sich gehört. So soll es sein. Wir fahren dir jetzt ein bisschen hinterher. Guck mal, was hier liegt. Denn am 2. nächsten Monat kommt mein neuer Merch raus. Und zwar der Convicted Rider Hoodie. Ihr seht schon hier, richtig geil. So Racing Wanted, sogar von der Staatsanwaltschaft. Und so sieht er von vorne aus. Ab dem 2. im Shop. Guckt euch mal die Lichter an. Das ist auch so eine Frechheit. Das sieht total geil aus. Aber das Ding wird heute noch stillgelegt. Boah, was? Die ist ja auch total laut. Etwas. So, einmal noch Aufwärmübungen hier. Los, ja, ich und kann zwei mehr. Und drei. Und jetzt kann's losgehen. Ist das mit dem Kennzeichen eigentlich so gewollt, dass da MILF steht? Ja. Ja. Guck mal hier, da kommt ein Kollege, gleiche Farbe, auch BMW. Boah, aber das Türkis ist schon irgendwie kitschig. Ja, der sieht gerade... Einser also BMW. Ja, die denkt gerade, oh, da fährt mein Auto in geil. Der Sprit kostet... 187! Boah, nee, Autobahn freudig. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir hier auf die Autobahn fahren. Annika, gut, dass du eine Hose hast. Was denn? Das beginnt nur mit dem Moment! Guck mal! Ja. Stimmt! Ja, echt richtig lustig. Perfekt mit Rock. Aber ist auch geil auf der Autobahn mit dem Outfit, Annika. Ich kriege bestimmt auch wieder so Anschiss, aber es wird nicht dazu. Zu Recht auch. Ich habe schöne Protektoren. Wirklich, muss ich immer mit dir vergleichen, wirklich. Ja, aber Weeding machen auf der Autobahn. Viel schlimmer, weil was ist das für eine Straße hier? Ja, die linke ist komplett beschissen, rechts ja. Geht's. Aber ich bin immer so vorsichtig, wenn ich die Strecke nicht kenne, ey. Ich auch. Ja. Alter, Junge, das ist geisteskrank, was da für ein Sound aus diesem Auto rauskommt. Ja. Alter, jetzt gibt sie richtig Stoff an diesen Fahrradfahrern vorbei. Alter. Alter, rest in peace an die Fahrradfahrer. Rest in peace an mein fucking Trommelfell. Lass mal, okay, dann fahren wir hinterher. Denkst du mal Fotos von uns? Nee. Nee. Vom BMW. Aber es sieht auch so böse aus mit den ja. Lichtern. Oh, Alter, komm mal hier. Geil. Alter, das sieht oh. Brutal aus. Laura fährt einfach, komm rauf. Komm einfach rauf. Alter, das ist schön. Das ist der Premium-Parkplatz hier. Sehr schön. Da freuen sich die Leute. Geil. Mit den Schuhen, das gibt's nicht. Boah, krank. Haben die sich erschreckt? Digga, keine Ahnung, mein Trommelfell ist geplatzt und ich habe kurz die Orientierung verloren. Ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Einer ist vom Bike gefallen, ja. Der liegt noch im Graben. Scheiße. Sollen wir aus dem Weg gehen für ein schönes Foto? Outfit 1A abgestimmt zum Auto. Genau. Oh yes. Geil. Das ist wirklich schön. Ich liebe so Strandpromenaden. Guck mal hier, die Blumen, Anigo. Willst du eine Blume? Ach, jetzt weiß, los? Ja, Anigo. Oh, süß. Eigentlich wollte ich nur die eine reißen. Ich weiß auch nicht, die andere hängt da fest. Jetzt ist mir ein Haarscheck. Hä, hey, krank? Das sieht richtig süß aus. Geil. Alter, was? Wie sie sich erschrocken haben. Ja. Jetzt oh nein, jetzt jemand dehydriert. Oh, glaub, dem ist heiß. Das ist der Kurze. Das ist der Laura im Supermarkt bedingst hat. Echt? Was hat der? Ja, der war gestern im Supermarkt, hat uns zum angequatscht. Muss ich Laura erzählen. Laura. Du bist an der falschen Seite, das hört sie doch überhaupt nicht. Doch, mach mal auf. Warum bist du nicht von links? Ja, okay. Hä, Annika, also Frauenlogik, ne? Ich sag's dir. Ich muss dir das sagen. Und flüstert mit Helm zu. Oh
runterschält. Alter! Wie heilt das richtig zwischen den Steinen? Alter! Was? Guck mal, wie sie lacht im Auto. Boah. Mit Visier offen mache ich mir ja alles kaputt. Wir haben gerade jemanden angehalten. Uiuiui. Was ist das für ein Links? Motorradfahrer haben die angehalten. Ach du Scheiße. Uiuiui, der wird jetzt richtig hochgenommen hier. Boah, Fahrradpolizei. Polizei, hallo. Die haben nur deine... Oh, sorry, die haben dir so hinterher geguckt. Geisteskrank, ja. Alter! Ich such so Blickkontakt mit denen, die so... Ja. Junge, krank. Annika Hintern einfach Kopfmagnet. Der Typ zeigt ihren Daumen. Was? Guck mal. Echt? Alter, der Stopp. Oh. Der hat sich, Junge, der hat sich das Ohr gefasst. Hast du es gesehen? Ja. WTF. Aua. Hat mich gebissen, die Hosen. Laura hat einfach sein Trommelfell zerstört. Der hat auch, glaube ich, ein bisschen geblutet aus dem rechten Ohr. Ja, ich genau, hab's ich gesehen. Hab's gesehen, ja. Hui. Sören. Hä? Was war das jetzt? Digga! Was denn? Zieh dich angespannt. Ich krieg die nicht hoch. Weil die so klebt, weil dein Arsch schwitzt. Ja. Was? Annika, so was? Was? Nix, nix. Ich hab Semos nackten Arsch gerade gesehen. Ich glaube, du siehst deinen Arsch öfter als mein Arsch. Ist echt so. Da läuft doch was falsch. Warte kurz. Was ist jetzt los? Ich muss mich abkühlen. Echt? Abkühlen. Ja, ich muss mich abkühlen. Nein. Wie tief ist das? Was meinst du? 20 Zentimeter. 10. 30 Grad, Mann. 40. Ja, stimmt. 40. Oh, das ist warm! Das ist einfach warm! What the? Pass auf deine Bauchtasche auf. Setz dich da mal rauf. Junge, da geht der Arschschweiß jetzt wenigstens mal weg. Du Dreckschau! Digga, geisteskrank, wirklich. Es ist so angenehm. Ich mach dich nass. Ah! Voll scheiße, wenn man im Verkehr stehen muss. Das ist ja mega ärgerlich. Alter. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja, das können wir ja gar nicht filtern, stimmt's, oder? Ich weiß nicht, darf man das? Soll ich es probieren? Nein, wir fragen die Polizei. Ja, ich würde fragen, aber die halten ja, hier gibt es ja keine Ampeln, das heißt, die halten ja nie an. Wenn die nicht hier wären, ne, wir wären schon längst vorbeigeballert. Ja. Pass auf, ich frage jetzt mal ganz kurz. In Italy, it's filtering allowed, yes or no, with the bike? Er versteht kein Englisch. With the bike next to the cars, it's okay, yes or no? Okay, thank you. Not too close, hat er gesagt. Das gibt's ja nicht. Das ist einfach erlaubt hier. Wie geil ist das denn? Der Fahrer hat irgendwie nicht Englisch verstanden, oder? Ja, das ist so erstaunlich. Das ist irgendwie, ob das in Frankreich ist, Italien, Spanien, es ist so oft, dass sie kein Englisch sprechen. Das ist echt krass. Da müssen wir gar keine Angst haben, dass sie uns anhalten. Hey, die sagen dann einfach Euro, Euro. Cash, Cash. Achtung, ich muss gleich niesen. Boah, was war das denn? Hä, ich hab davor gewarnt. Ich muss nochmal niesen. Ach, warum machst du das denn Helm? Das ist doch eklig. Hä, du hörst überhaupt nicht zu, Junge. Ich hab's nicht verstanden, akustisch. Boah! Boah! Das Arschloch! Was soll das denn? Was soll das, Mann? Vollidiot. Digga, und sie checkt es dich mal. Ja, ich bin klitschnass hier, hä? Guck doch mal, dann regt sie sich noch auf. Was ist das? Ja. Kann man doch einmal in den Rückspiegel gucken. Was regt mich immer richtig auf? Das ist genauso wie Leute, die Zigarettenstummel aus dem Auto werfen, wenn du davor bist. Ja. Digga, wenn so ein Ding im Helm landet, ist Game Over. Einfach mal kurz in den Rückspiegel gucken, ist doch nicht so schwer. Okay, let's go hier. Sieht aus wie fucking Obelix. Alter. Digga, deadass. Okay, jetzt auf diesem Weißen hast du geilen Grip. Da kannst du mal Gas geben. Boah, das ist ultra. Boah. Bei mir platzt das Motorrad, habt ihr es gehört? Ja. Man's gal wanna come undress me. Spring with a ride, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me.